Ach, ist das ein herrlich ruhiger Morgen. Die Bienen schwirren an der Zitrone. Moin Freunde und willkommen zum neuen Video. Ich ziehe noch gerade Strümpfe an, dann ist der Rucksack schon fertig gepackt und dann geht es auf eine schöne Wandertour mit dem Sicky, der ist gerade auch noch am Packen. Wir sind seit gestern Abend hier. Gestern gab es das Burger Battle, das müsstet ihr ja schon gesehen haben. Haben uns jetzt entschieden, eine schöne Waldrunde zu drehen. Schön unterwegs Vespa an, Bierchen trinken und dann wieder hierher zurückzukommen. Anschließend wieder ein bisschen Carcamping. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran, begleitet uns. Viel Spaß mit dem Video. Hallo. Was ein herrlicher Duft hier in der Luft liegt von den Kiefernwäldern, die jetzt von der Sonne beschienen werden. Genial. Schöne große Bäume hier. Ihr seht's. Hier, ah, herrlich groß, Buchen, Eichen und jetzt geht es hier weiter berghoch zu einem kleinen Aussichtsturm. Nach knapp 3 Kilometer haben wir jetzt unser erstes Ziel gleich schon erreicht. Noch einen kurzen Anstieg auf 608 Meter hoch und dann sind wir an dem Türmchen angekommen. Ja, auch wenn wir erst 3 Kilometer gelaufen sind, machen wir jetzt eine Vespa-Pause. Trinken wir schon Sigi einen Radler, ich ein schönes Cola-Cider. Das ist schon echt ein Cola-Cider. Und sitzen hier in der Sonne, herrlich. Genau. Eigentlich müssen wir uns jetzt ein bisschen nackig machen, ein bisschen Sonne abkriechen. Ein bisschen Wildschwein-Salami. Ah, Wildschwein. Prost. Prost. So, jetzt geht's den Turm hoch. Vor allem hab die Brille auf, ich seh nichts. Was eine mega Aussicht von hier oben. Für euch gibt es jetzt ein paar Drohnen-Shots zu sehen. Wir sind hier auf 608 Meter und tatsächlich habe ich es geschafft, mit der Drohne bis zum Parkplatz von unserem Auto zu fliegen. Das seht ihr auch. Also wirklich war die Drohne jetzt 1 Kilometer entfernt. Wir haben sie gerade noch als kleines Pünktchen wahrgenommen. Richtig geil. Mega Platz hier. Was leider gerade nicht so schön ist, rundherum hier auf den Landstraßen. Es sind super viele Sportwagen unterwegs, Motorradfahrer, die hier richtig, richtig Gas geben. Das trübt das quasi gerade so ein bisschen, weil es ist echt ein Lärm wie auf der Rennstrecke hier. Ihr hört es ja selber. Und das ist nicht die Drohne vom Sigi. Thank you.
von dem Turm aus sind wir jetzt abgestiegen über schöne schmale Single Trails und ja, kommen dann demnächst in ein schönes Tal, glaube ich mal. Aktuell sind wir jetzt aber tatsächlich noch in der Nähe von dieser Landstraße hier und es sind tatsächlich die Motorräder, die so laut sind. Also es ist wirklich krass. Also natürlich gönne ich jedem seine Freiheit, aber ja, die hört man irgendwie schon kilometerweit. Ja, jetzt waren wir gerade an der Straße gewesen und ihr habt die Aufnahmen gesehen. Also, ich möchte dem Motorradfahrer nicht zu nahe treten. Ich glaube, das war ein bisschen über der maximal zulässigen Geschwindigkeit. Bisschen. Naja, und ja, er hält extra aufs Gas. Jo, jetzt ist gerade wieder Ruhe. Die paar Sekunden muss man genießen. Guckt euch mal diese riesen Kiefern an. Wir sind fast dran vorbeigelaufen. Sigi hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Heftig groß. Ja, schon fast Mammutbäume. Ja, aber allein die Borke hier. Kurzer Handvergleich. Was das hier für Stücken sind. Oder hier die, ja genau. In der Mitte. Wie hoch ist die denn? Die ist locker 20 Meter hoch. Ist ach, höher. Höher ist der Turm. Die ist 25, 30 Meter locker. Die Straße haben wir jetzt ein bisschen in Entfernung zu uns gebracht. Ja, haben wir jetzt etwa 4,5 Kilometer zurückgelegt. 6 sind es noch. Sigi ist gerade ein bisschen fertig. Aber wir haben Zeit, machen gemütlich. Die Motorräder hört man aber immer noch. Man darf das auch nicht unterschätzen. Das ist zwar Wasser, was da fließt und man könnte meinen, okay, wenn man das filtert, kann man es trinken. So trinken würde ich sowieso nicht, aber wenn man sich das Gesicht wäscht, über die Augen nimmst du das Wasser auch auf. Also du könntest dir auch Durchfallbakterien könntest du dir auch über die Augen aufnehmen. Ja, geht das auch, okay. Ja, ja. Darf man nicht vergessen, wenn man sich das Gesicht wäscht, auch immer gucken, dass nichts in die Augen reingeht. Und da ist die Quelle, da eben waren wir eben unten gewesen, kommt direkt hier aus dem Berg raus und da habe ich mir gleich meine ordentliche Flasche abgefiltert, denn ich habe tatsächlich heute Morgen vergessen gehabt, meine Flasche aufzufüllen. In der Nähe der Quelle haben wir jetzt eben noch mal eine schöne Pause gemacht. Sigi hat irgendwie so ein bisschen Kreislaufprobleme gehabt, jetzt geht es ihm wieder besser. Ja, laufen jetzt weiter das Tal herunter, irgendwo auf der anderen Seite müssen wir dann wieder hoch. Da haben wir dann noch mal ein paar Höhenmeter zu schrubben. Aber auch das können wir hin. Es ist wunderbar heute. So um die 15 bis 20 Grad in der Sonne. Es geht ein leichter Wind. Wolkenloser Himmel. Herrlich. Und tatsächlich haben wir jetzt hier im Seitental absolute Stille. Hier hört man kein Motorrad mehr. Das ist wunderbar. Ein richtiger, schöner Ort zum Relaxen. Das Wasser ist total klar. Ah, schön.
Und irgendjemand hat das mit dem Relaxen hier ein bisschen sehr wörtlich genommen. Nach dieser wunderbaren Quelle ging es dann wieder leider ein paar hundert Meter an dieser Straße entlang. Und heute sind wirklich so viele Motorradfahrer unterwegs. Richtig krass. Ja, im Hintergrund hört er sie vielleicht noch leise. Jetzt sind wir wieder an einem anderen Seitental und es geht jetzt hier stetig berghoch. Oh, herrlich hier. So ein Art Moor, ne? Mhm. Der Mosisbruch. Und da ist eine schöne Bank. Dann machen wir mal eine kurze Rast und trinken was. Pause vorbei. Ich habe mein Bier nicht ganz geschafft, deswegen trinke ich jetzt den Rest auf dem Weg. Es wird spaßig, denn jetzt geht es berghoch. Bier beim Wandern. Leute, das fordert seinen Tribut. Aber da muss ich jetzt durch. Die zwei müden Krieger sind wieder auf dem Plateau angelangt. Jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter geradeaus zu den Autos. Wir sind schon eine ganze Zeit lang wieder zurück. Erstmal hier in Ruhe angekommen, ein bisschen. Alles wieder klar, Schiff gemacht und jetzt wird gegessen. Zeit fürs Abendessen. Bei mir gibt es eine Maultaschensuppe und dafür bereite ich mal alles vor. Ja, als Einlage in die Suppe gibt es einfach ein paar bisschen Möhrchen. Unspektakulär, wild, bisschen klein geschnitten. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, genau. Hat Helge Schneider schon gesagt. Und der hat recht. Einfach so ein Brühwürfel hier rein. Ich weiß nicht, ich mag diese. Ein bisschen Pulver kommt noch dazu. Die Möhrchen schmeiße ich gerade auch schon mit rein. Schön, wie ihr die Streifchen schneidet. Wunderbar. Träumchen. Julien. Julien. Ach Leute, und wir haben wieder einen wunderbaren Sonnenuntergang hier. Herrlich. Und wir sitzen im Schatten. Ja, das ist ein bisschen behindert. Bisschen doof, tatsächlich. Aber ich glaube, zum Essen setze ich mich dann gleich rüber hier, dass wir das noch ein bisschen mitnehmen. Das Süppchen ist am Kochen, jetzt müssen nur die Möhrchen ein bisschen weich werden. Dann wandern die Maultaschen einfach nur kurz rein. Die müssen nur warm werden und dann kann endlich gegessen werden. Vor allem so eine warme Brühe ist jetzt auch, glaube ich, richtig geil. So. Du hast ja noch Grünpulver, ich habe auch noch. Mache ich mir danach noch eine Brühe, dann so trinke die dann so. Ja, so. Ein bisschen Elektrolyte so nachkippen. Weil ich heute so gelitten und geschwitzt habe. Genau. Was sagst du nur so sarkastisch? Genau. Dann spiel ich nicht ernst. Was für einen Topf hättest du die im Wald gemacht? In dem kleinen Topf. Hätte ich eventuell zweimal gekocht oder so. Ah. So ein bisschen wie so ein. Gestern Nacht hatten wir, oder beziehungsweise heute Morgen um 6, ging es da tatsächlich noch unter 0 runter. Minus 0,3 hat mein Thermometer angezeigt. Es lag auf dem Auto oben drauf. Das lag draußen auf. Ja. Ich werde es heute Nacht auch wieder rauslegen. Ich hatte irgendwann mal, habe ich geguckt, nachts bei mir waren es irgendwie 3 Grad oder im Auto so. Drin. Ja, ich habe tatsächlich morgens gemerkt, dass es schon mal, so je nachdem wie man gelegen hat, im Schlafsack so ein bisschen kühl geworden ist. Ich hatte die Waffe nicht zugezogen. Ja. Das heißt, dann merkst du halt immer, wenn die kalte Luft dann reinkommt. Weißt du? Jo, ich schlafe hier hinter dem Schlafsack. Ich schlafe ja unter der Decke. In der Decke. Wir werden noch ein bisschen hier sitzen. Ich trinke noch mal einen Radler zu Ende. Schnäpsel haben wir auch noch da. Ja, lassen den Abend hier gemütlich ausklingen. Und dann sehen wir uns morgen früh noch mal zum Frühstück.
Einen schönen guten Morgen zusammen. Uiuiui. Gestern sind wir um 10 ins Bett. Jetzt haben wir gleich schon 8 Uhr. Gerade wach geworden. Beziehungsweise seit ungefähr 2 Stunden wehrt ich mich schon von links nach rechts, aber hab keinen Bock gehabt aufzustehen. Bisher, als es noch recht kühl war. Temperaturen sind halt Nacht wieder auf minus 1 Grad runtergegangen. War halt morgen ein bisschen fresh hier im Grützyback Survival, tatsächlich auch im Auto drin. Hab erstmal noch so eine Jacke hier drüber gelegt, dann war es noch ein bisschen wärmer. Ja, die Sonne ist schon aufgegangen, ihr seht, es ist hell draußen. Hier drin haben wir ein richtiges Feuchtraumklima. Ich muss das gleich hier mal ordentlich durchlüften. Und Wetter jetzt raus, weil ich mal dringend aufs Klo muss. Ja, Linse ein bisschen beschlagen. Wird sich gleich auch geben. Also, aufstehen. Oh, ist das kalt. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil beim Carcamping hier mit meinem Kombi. Alles ein bisschen beengt. Ich kann hier quasi aufrecht sitzen, geht halt nicht. Aber jetzt geht's raus. Oh, was ein geiles Wetter. Herrlich. Thermometer zeigt schon 6,6 Grad an. Sonne hat schon ordentlich Power. Und so sieht's dann von hier aus, wenn ich campen gehe. Ist mittlerweile auch so eine Box alles drin. Hier so eine kleine Kühlbox. Und das werde ich gleich alles nach vorne machen. Dann habe ich hier wieder Platz. Für die hinteren Seitenfenster habe ich mir tatsächlich bei AliExpress oder ich glaube eBay war es, solche Abnetze bestellt. So einen Sonnen- und Mückenschutz, mehr oder weniger in einem. Die werden ganz einfach hier mit so einem Test gemacht. Sind super elastisch. Lassen sich da drüber ziehen und so kann man dann die Scheibe noch einen Spalt offen lassen. Und super klein verstaut in den Seitentaschen. Sigi scheint noch zu pennen. Da ist noch nichts zu hören aus dem Auto raus. Dann baue ich mal auf und mache mir schon mal einen Kaffee. Das Frühstück heute Morgen besteht aus einem Porridge. Eventuell gibt es danach, nachdem ich noch Hunger habe, noch so einen Nut Butter Keks dazu, so einen Riegel. Gestern war es sehr herzhaft mit dem Tomate-Mozzarella-Tomate-Avocado-Sandwich. Hier habe ich mir schon Kaffee gemacht. Da nutze ich seit einiger Zeit den Lösklick, sage ich gleich mal was dazu. Jo. Und auch ein kleiner Tipp, die Milch, die nehme ich mir immer mit in so einer alten Capri-Sonne-Packung. Da gehen bis zu 330 Milliliter rein. Ich nutze immer Haarmilch, die hält sich auch, wenn es warm wird. Aber ich friere das Teil immer vorher noch ein, Tag vorher, bevor ich fahre. Und so habe ich dann immer morgens noch eine schöne kalte Milch für meinen Porridge oder Müsli. Ja, hier steht schon die Milch auf, die ist schon am Köcheln, am Warmwerden. Jetzt aber nochmal zum Lösglück. Wie gesagt, nutze ich jetzt schon einige Zeit lang. Bin wirklich sehr zufrieden damit. Ist ein Instant-Kaffee, weil da ist ein Pulver drin, 5 Gramm für 150 Milliliter, den man mit Wasser aufgießt. Schmeckt aber tatsächlich nicht wie diese Instant-Kaffees, die man so kennt. Diese löslichen Kaffees von Nestle oder keine Ahnung von wem die alle sind. Sondern schmeckt tatsächlich wie frisch gepulter Kaffee, also so wie Filterkaffee. Finde ich ganz gut. Ich mache mir dann meistens einen Doppelpack, 300, also einer ist für 150, also ich mache mir da immer 300 Milliliter. Dazu noch ein bisschen Zucker rein, dann passt das. Und dann habe ich morgens einen schönen Start in den Tag mit einem ordentlichen Kaffee. Übrigens auch, da muss man auch mal erwähnen, ist ein deutsches Unternehmen, ein kleines Unternehmen aus Rosenheim, soweit ich weiß, in der Nähe von München, die den da herstellen. Und preislich noch voll in Ordnung, 50 Cent kostet so ein Kaffee. Also wenn ich mir morgens für 1 Euro einen Kaffee machen kann, ist das vollkommen okay, vollkommen fair. Die Packung ist ist im Prinzip kompostierbar, genau. Das heißt, da ist kein Plastik drin, sondern alles nur
biologisch abbaubar. Ist auch ein Daumen nach oben wert. Also schaut mal in die Videobeschreibung rein. Wenn ich hab, dann steht unten noch ein Gutscheincode dabei, mit dem ihr vielleicht sogar noch ein bisschen was spart. Der Outdoor-Buddy hat schon alles weggepackt. Der Sigi ist noch am Frühstücken. Es kommt davon, wenn man so lange schläft, aber wir haben ja alle Zeit der Welt hier. Niemand hetzt uns und es ist einfach herrlich hier. Ja, an der Stelle beende ich das Video für euch. War eine coole Aktion, Sigi. Was? Ich muss mich gerade auf meinen Maggi-Ei konzentrieren. Maggi-Ei konzentrieren. Ganz kurz, warte. Oh yeah, der war geil. Monster-Maggi-Portion auf dem Ei. Ich könnte das saufen, das Zeug, Leute. War eine coole Aktion, 2 Tage Car-Camping. Anders geplant, aber... Ja, mit einer schönen Wanderung noch. Wunderschön. ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gilt wie immer, Daumen nach oben, Kommentar da lassen. Und alle, die noch nicht abonniert haben, gerne den Abo-Button drücken und die kleine Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Car-Camping, Outdoor-Video, Lost-Place-Video oder Gear-Review mehr verpasst. Ja, und dann sehen wir uns in ein paar Monaten mal wieder. Echt? Erst in ein paar Monaten? Ja, keine Ahnung, wenn der Lockdown vorbei ist. Stimmt. Und euch vielleicht schon nächste Woche. Also, macht's gut, bis bald und ciao. Ciao. Ich glaube, ich muss gleich doch noch auf deine Shitbox. Da steht sie. Kannst auch gerne ganz genau da scheißen, wo sie steht. Es liegt Feuchtpapier bereit, es liegt Pellets bereit. Dafür ist sie da. Mach mal schön Musik an, dann hören wir dich nicht. Es wäre auch nett, wenn ich nicht so viel riechen würde. Das kann ich leider aktuell nicht mehr beeinflussen.